Da ist er wieder, der Wilson mit seinem Bart. Und da fällt mir gerade ein, wir müssten unseren Bart vielleicht mal stutzen, weil wir brauchen ja auch die Barthaare. Oh, hab ich da gerade Hunde gehört? Ja. Oh, nee. Locksuit. Nicht gut, weil in dem Ding ist meine Dingsbums drin. So, jetzt Locksuit. Bups. Helm haben wir natürlich noch nicht. Das ist scheiße. Aber was wollen wir machen? Wir rennen natürlich zu den Spinnen und hoffen, dass die uns ein wenig helfen bei der Miserie mit dem bösen Wolf. Dünger, den nehmen wir mal mit. Wo ist denn das Zweier gewesen hier? Ja, guck mal raus. Mir ist aufgefallen, dass das irgendwie länger dauert als sonst. Also sonst, glaube ich, hatte ich nicht so viel Zeit vor den wegzurennen hier, vor dem bösen Wolf. Da wollt ihr euch nicht bekriegen? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Bösen Wolf. Na, wann kommt ihr denn jetzt endlich? Kann doch nicht sein hier. Ja, die anderen könnt auch rauskommen, genau. Oh, ich lauf ihm natürlich genau noch in die Arme. Oh ja. Kommt ihr nicht? Ah ja. Ja. Okay. Super. So habe ich mir das vorgestellt. Na los. Stirb. Super, fluper, duper ist das hier laufen. So gefällt mir das. Haben wir natürlich jetzt keinen Platz mehr für die Spinnenseide. Aber ist ja auch nicht schlimm. Da finden wir noch ein Plätzchen für. Ne? Monsterkiste in der Mitte, bin ich mir sicher. Bin ich mir ganz sicher. Ja, 100 Punkte, Steffen. So, wir wollten unser Bötchen bauen. Wir wollen natürlich dieses Cargo-Boot haben. Dafür brauchen wir Bretter und Seile. Mehr gar nicht dazu nötig. Bretter und Seile. Also brauchen wir nur Holz. Beziehungsweise, warte mal. Wir werden natürlich erstmal hier. Sie war nicht noch hier, aber hier fehlt nämlich noch ein Dings. Dann können wir das kochen lassen. Drüsen weg. Wir können unseren Rucksack wieder aufsetzen. Ah, da haben wir noch jede Menge Holz. 6 Bretter. Wie viel kriegen wir da erstmal raus? 1, 2, 3, 4. Fehlen uns noch 2. Aber kriegen wir, denke ich, mal hin. Hoffe ich doch. Ich brauche echt nochmal wieder Zweige. Ansonsten ist unsere nächste Axt futsch. Sowieso gleich. Und dann ist nichts mehr hier mit Abholzen. Sollen wir wieder welche neue wachsen hier? Ein paar Zweige. Wäre sehr schön. Hier unten, genau, wusste ich doch. Die waren nämlich letztes Mal noch abgegrast. So. Hau um das Ding. Ist da was? Ich habe immer Angst. Ich renne jedes Mal weg hier, wenn ich so einen neuen Baum abholze. Da habe ich mittlerweile echt Respekt vor. Und grundsätzlich so ein... Ach ja, hier übrigens auch ein neuer Fehler hier bei... Und dafür müsst ihr den halt wechseln. Da ist irgendwie eine Nuller drin und dann hackt er nicht mehr weiter. Oh, nichts passiert. Ein Glück. Haben wir noch eine Schaufel mit? Ja, dann nehmen wir die natürlich noch mit. Sollten dann erstmal reichen. War eigentlich noch irgendwelche Stümpfe? Irgendwas habe ich doch gesehen. Die nehmen wir natürlich auch mit. Wenn sie uns die schon so großzügig anbieten. Ich höre was. Hört sich interessant an. Hört sich nach einem Spinnenmassaker an. Und einem Schlangenmassaker. Ein Spinnenschlangenmassaker. Quasi. Geil. Mega gut. Gefällt mir echt. Hallo. Lasst euch nicht stören. Alles gut. Esst ihr hier meine Spinnendrüse?
Mega witzig. In der ganzen Aufregung habe ich natürlich wieder vergessen. Mir ein Feuerchen zu... Sag mal, warum? Ah, es ist Vollmond. Mega geil. Steffen hat wieder sein Glückskärtchen gespielt. Ja, im Dunkeln sieht man natürlich nicht, ob die jetzt giftig ist. Naja. No risk, no fun, sag ich da immer. Schlange? Warum ich auch nicht meine Dings nehme? Die nach drei stinkt tot. Ne, den nicht. Den möchte ich. So. Ist hier immer noch Massaker hier bei den Spinnen? Wo ist denn mein... Oh, such dir das mal, ne? Hey, bleib hier! Sieht ein bisschen krass aus hier. Anscheinend sind aber alle dead, die sich da hier fightet haben. Nein, den da will ich. Ja, danke. Dann haben wir erstmal genug Holz, würde ich sagen. Um unser Bötchen zusammenzukriegen, weil Gras haben wir doch genug. Ja, 35. Dicke. Dicke! Wir sollten mal ein paar neue Bäume pflanzen, würde ich sagen. Man muss ja auch die Natur erhalten. Ne? Nicht immer nur alles abholzen. Man muss auch mal was Neues schaffen, ne? Zerstören kann jeder, ne? Oh, ist das nicht schön, wenn ihr das Essen auf einen wartet? Was ich immer mit dieser scheiß Lasagne mache. Aber anscheinend kann ich mit dem Stuff hier nichts anfangen. So, Monsterfleisch. Wir wollten bauen Bord. Hallo. Irgendwie wollte er gerade nicht. 6 Bretter. 3 Seile. Dankeschön. Wo baue ich eigentlich meinen Eingang? Ich würde sagen, nach hier unten rechts raus, würde ich sagen. Ja, baue ich. Klingt gut. Wie ihr sehen könnt, da ist das Cargo-Boot. Oh, nicht mehr. Jetzt. Und wir werden das auch gleich bauen. Und zu Wasser lassen. Schwuppidiwupp. Da ist es. Wie ihr sehen könnt, Lagerplätze, Lenkrad und Segel. Also Lenkrad und Lampenplatz. So rum. Ist ja kein Segel. Aber da können wir auf dem Lenkrad, können wir die Segel einsetzen. Und das Segel würde ich nämlich auch gleich... Jetzt muss ich gucken, was man so braucht man für das Segel. Wir bauen natürlich das Cloth-Sail. Da brauchen wir 2 Seile. Was war das noch? Ein Bambus noch. Ah, den kriegen wir doch noch schnell zusammen hier. Dann haben wir da schon mal was Gutes zusammen. Steffen hat alles abgeholzt hier. Böser Steffen, da haben wir noch einen. Sowieso leicht kaputt hier. Mach ich die noch kaputt? Oder bis sie kaputt geht? So, und... Knacks! Knackedi, knack. Wo ist denn? Da. Ich nehme hier die Zweige mit. Die baue ich jetzt nämlich. Das ist mir nämlich zu ätzend hier. Jedes Mal alles wegzunehmen. Die nehme ich mir mit, würde ich sagen. Alle Zweige, die ich hier finden kann. Und baue die jetzt erstmal bei mir an, weil... Das wird sonst echt zu knapp mit den Ressourcen, wenn ich die Äste hier nicht mitnehme. Und dann werde ich woanders nochmal welche holen. Also ich denke mal so... Ja, also so 20 sollte man schon da haben. 20 Zweige. Sonst hatte ich, glaube ich, immer 40 oder so auf einer Farm. Also wirklich von allem reichlich. Zumindest sind es keine Killerbienen, fällt mir gerade mal auf. Das freut mich schon mal sehr. Wie ihr seht, habe ich auch schon wieder nur einen Zweig. Hier, komm, flick mal den Mist. Habe ich hier nicht alle Muscheln schon aufgesammelt? Oder kommt das nur auf Strandgebieten, wenn Flut ist und nicht Flut ist? Und da ich eine vergessen, sehe ich gerade. Ein Zweig drüben.
Ja, den holen wir später, oder? Nein. Ich will alle da haben. Alle, die wir zur Verfügung haben, die ich auch mitnehmen. Wo war denn der? War der hinter der Palme versteckt? Nee, unter den Bienen. Da ist er. Ah, da ist sogar noch was dran. Sehr gut. Sehr gut. Dieses Summen und Brummen. Ja, jetzt wollte ich überlegen. Was auf jeden Fall noch geil ist für Sanity Restoren, also wiederherstellen, ist die Kapitänsmütze. Das Problem ist, dafür braucht man halt Bone Shards, also diese Knochenstücke. Und die zu bekommen ist ein bisschen tricky. Also die liegen wirklich nicht überall. Da kann man halt mit Glück haben, Leichen zu finden irgendwo auf einer Insel. Skelette. Wie auch immer. Und damit können wir dann halt auch was anfangen. So, wir wollten bauen... Bordsegel. Bordsegel fertig. Ich bringe weg Bordsegel. Und da gibt es auch eine Lampe. Oh, die können wir auch gleich bauen, oder? Wenn wir das schon mal haben. Ja. Wenn ich da jetzt gerade zwei Zweige mit verschwende. Da ist die Lampe. Da ist die... Und wie ihr seht... Geht es wunderbar schnell voran. Und ich denke, wir machen auch dann bald eine Erkundungstour. Wenn es soweit ist, sind wir auf jeden Fall schon mal nicht schlecht ausgestattet. So. Das ist unsere Bumstour hier. Bumstruhe. Warte mal. Hab ich das jetzt falsch eingeordnet? Nee, alles richtig. Alles richtig gemacht, Steffen. So, die Zweige, die ballern wir hier hin. Auf dass sie sprießen und gedeihen. Den habe ich noch vergessen. Das sehe ich gerade. Ist meine Schaufel schon wieder kaputt? Ich ahne Böses. Braucht der nur einen? Braucht natürlich zwei. Mieser Sack. Ganz mieses Ding. Gut, ich sehe, wir sind nahrungstechnisch nicht mehr gut ausgestattet. Daher werden wir uns etwas köcheln. Oh mein Gott, ich dachte schon, oh, ich habe schon gerade gedacht, ich habe kein Holz mehr hier. Also das wäre Debakel. Ich würde sagen, wir am nächsten Tag werden wir uns mal ein bisschen Korallen schnappen. Weil daraus werden wir unsere Rüstung bauen. Weil dafür will ich nicht die Muscheln nehmen. Für die Rüstung. Weil die Muscheln sind echt später wichtig. Für die Sandbogen, dass wir uns da ein good feeling geben können für. So, wir essen erstmal die unnötigen Samen, die wir hier verkocht haben. Und heben uns die wichtigen Nahrungsmittel für später auf. Ja, das Coole ist, wenn wir uns dann nämlich morgen hier... Oder nehmen wir den lieber mit? Wir nehmen den lieber mit. Wenn wir uns... Kriegen wir hier so einen Rasierer hin? Da haben wir natürlich auch zwei... Schon wieder Vollmond? Na dann... Machen wir natürlich gleich eine Tour. Ah, wir brauchen Zweige. Ach, fuck it. Für die Pickaxe. Ich sag ja, ohne Zweige nicht los, ne? Machen wir es anders. Wir cruisen schnell rüber auf unsere andere Insel. Schnappen uns da, was an Zweigen rumsteht. Dann haben wir auch gleich Zweige. Und holen sie auf der Rücktour denn. Aber ich hier so ein Sperrnhorn in der Hand nehme, dann nimmt das noch so in der Hand. Achso, wir wollten ja natürlich fressen, nehmen wir immer gern mit. Da waren ja unterwegs auch noch ein paar. Wusch. Sieht so einfach nur majestätisch aus, ja. Wie er sich hier so hinstellt mit seinem quasi Zepter. Steffen fährt richtig, aber ist noch nicht gewachsen. Hat zu lange gedauert. Oder zu kurz. Ne, das war zu leicht. Ich erzähl schon wieder einen Unsinn. War natürlich zu kurz der Abstand. So, da sind wir schon. Wunderbar. Mit Tagesanbruch sind wir hier eingetroffen. Und was wir... Ah ja, genau, jetzt fällt mir ein, was auf jeden Fall noch auch mega wichtig ist, dass wir definitiv uns Regenklamotten bauen. Halt diese, Schaufel? Die Regenjacke hier aus Schlangenhaut, den Hut und die Jacke. Also, die ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig wichtig. Weil wenn wir nass sind und Regen unter dem Kopf fällt, dann wisst ihr ja, wird auch Sanity abgezogen. Und können wir uns echt nicht erlauben.
Ich merke, das mit der Flut ist natürlich logischerweise auch abhängig mit dem Mond. Jetzt ist der Mond natürlich weg, der Vollmond, und ach, ihr seid so klug von Clay, sage ich immer wieder. Wenn man sich so realistisch da austoben kann bei dem Spiel, ist Wahnsinn. Den nehmen wir auch noch mit. Da haben wir schon 5. Ah, sollte hoffentlich denn bald nicht reichen. Wir nehmen natürlich alle mit, die wir hier drüben kriegen können. Und dann verfatzen wir uns wieder rüber. Wobei ich glaube, den, das werden wir gleich noch machen, wenn wir schon mal hier sind. Habe ich übrig? Da hinten ist noch einer. Wir werden den anderen Baum noch mitnehmen. Also den Magic-Baum. Den Magic-Tree. Ich habe gerade überlegt, was auf Englisch Tree, also Baum heißt. Bin ich gerade nicht drauf gekommen. Ich bin auch froh, dass ich weibliche Zuschauer habe, wie die Jenny, die immer fleißig zuguckt. Schönen Gruß an Jenny. Die spielt aber selber auch fleißig. Die guckt nicht nur zu, die spielt auch selber fleißig. Fragt sich, warum sie mir jetzt zuguckt. Vielleicht will sie was von mir lernen oder ich weiß nicht. Vielleicht findet sie mich einfach nur amüsant. Ich kann es nicht genau sagen. Das Witzige ist, dass ich Jenny selber ja eigentlich gar nicht so gut kenne. Sondern, jetzt muss ich mal hinne machen. Sondern eigentlich nur über Freunde. Na los. Der braucht richtig viel, ja. So, die sind nämlich wichtig, die Stämme hier. Die brauchen wir für unseren Zauberladen, Stand, Dingens, Bummens. So, wir machen uns wieder zurück. Jetzt können wir uns nämlich auch eine Pickaxe noch hinstellen. Hinstellen, herstellen natürlich. Und machen uns ganz kurz hoch zu den Korallen. Und nehmen natürlich unterwegs noch die Pflanzen mit, die jetzt hier wieder komischerweise stehen. Perfekt ausgetimt wieder mit Steffen hier. Ja, tut mir ja leid, dass das nicht so spannend ist wie die anderen Folgen, wo hier ein Unglück nach dem anderen mir passiert ist. Aber man lernt natürlich auch, die Risiken einzuschätzen und weiß man denn auch, was man machen kann, sollte, nicht tun sollte. Und so eine Sache. Ich habe erst gedacht, diesen Limestone, das wäre, es sind natürlich nur 2 Stück, ist natürlich nicht sehr viel, aber besser als gar nichts, dass man den irgendwie noch abhämmern kann hier, den Stein selber, aber dem ist nicht so. Man macht quasi aus den Korallen selber den Limestone über dieses, ich werde auch einmal um die Insel segeln, um zu gucken, ob hier noch irgendwas Lehm anliegt. Ah, das könnte doch hier, oder? Nicht. Nee, doch nicht. Oder noch eine Flaschenpost finden oder so. Nee, aus dem Limestone selber macht man die, ach Quatsch, aus den Korallen selber macht man diesen Limestone. Ah, nehmen wir auch mit. Gratis Weed. Wer könnte gratis Weed ausschlagen? Ja. Ich habe euren grassüchtigen Blick erkannt. Aber ich kann immer wieder nur sagen, Finger weg von den Drogen. Sind nicht gut. Die sind nicht gut. Tun nichts Gutes für euch. Also tut auch nichts Gutes für sie. Ich habe schon wieder so einen Lehrer an. Nee, aber nie probiert, will ich auch nicht. Habe ich nichts mit zu tun. Außer vielleicht mal beruflich, aber muss ich nicht haben. Das ist einfach so eine sinnlose Sache wie Rauchen und Alkohol trinken, wo man einfach Geld reinsteckt, die in deinem im Leben nicht weiterbringen. Weil in keinem Bewerbungsschreiben der Welt habe ich bisher gelesen, ich kann einen Kasten Sternburg in 10 Minuten ausexen. Oh ja, sie sind eingestellt. Habe ich noch nicht erlebt. Mag vielleicht in einem, wie nennt sich das? Biermarathon vielleicht von Nützen sein. Aber ansonsten sehe ich da nicht viel Sinn drin. Hier könnte es rübergehen noch zu einer anderen Insel. Gucken wir nochmal kurz, warum es hier jetzt noch so flach ist und weitergeht. Ja, wie ihr seht, das Segel nutzt sich auch ab, ne? Ich glaube, hier wird es echt zu einer anderen Insel noch. Eine Partnerinsel, von der ich nichts weiß? Hier auf jeden Fall nicht. Yeah, surf it! Ja, hier ist noch eine Insel, wie ich sehe. Ist doch schon mal gut zu wissen, dass wir hier auch eine Insel haben. Wir werden auf jeden Fall
Alter, geil. Mega. Boah, ich glaube, das wird ein echt guter Run, wenn das so weitergeht hier mit meinem Glück. Das ist eine Bäreninsel. Ja, mega geil. Kann ich mir echt die Beete sparen, eigentlich, wenn ich hier Bären habe. Spinnen sind hier auch nochmal. Kann nur gut werden. Und ich sehe, ich werde wieder wegen irgendeinem Mist sterben, dass ich eine Fackel vergessen habe in der Nacht oder so. Alte Scheiße. What the fuck. Hehe. Ein paar... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Nightly Snake Battle geht wieder los. Alte Scheiße. Wo bin ich hier reingeraten? Oh mein Gott. Ah! Die Schlangeninsel. Ah! Ich werde mal Blumen sammeln. Oh Gott, da ist eine Warrior Spider. Wenn die stirbt, wird natürlich nicht schlecht. Ich bin verwirrt. Wo ist mein... Ist mein Speer kaputt? Wo ist mein Speer? Nee, da ist er. Echt mies. Sich bekriegen. Absolute Knaller. Alter, was ist denn das für ein Battle hier unten? Oh fuck. Fuck. Uiuiui. Komm, mich greift hier nicht an. Oh fuck. Oh oh. Bitte nicht ausbreiten. Bitte nicht ausbreiten. War der Blaue schlecht? Ein Glück. Nee, der Blau war gut. Er nimmt dir Leben, gibt dir Sanity. Ich hab ein bisschen Angst, hier auf der Spinneninsel zu, zu übernachten. Alter, die Terrorarmee der Schlangen. Ey, wie geil ist denn das? Also, wenn ich wirklich mal Schlangenhaut brauche, also hier geht definitiv die Luzi ab. Wo kommt denn der zweite Pilz hier auf einmal her? Oh nein. Oh nein. Oh, die Spinnen brennen. Die Schlangen brennen. Sehr gut. Ich habe natürlich keinen Platz jetzt für den Scheiß. Mach mal Asche weg hier. Asche weg. Weg mit der Asche. Beziehungsweise... Ach, können wir die noch schnell kochen hier, wenn wir schon eh schon durst, hungrig sind. Wir müssen das ganze Zeug einsammeln, was die hier alles gedroppt haben. Ist ja der Hammer. Hier Limpets auch abkochen. Was wir haben, haben wir. So. Ach ja, Scheiß, lass den Scheiß liegen, Steffen. Braucht kein Mensch. Alter, guckt euch doch mal. Mmh. Aber viel geiler wäre echt, wenn... Wenn hier irgendwo ein Anti-Poison-Gland liegt. Aber ich glaube, er sterben. Da liegt eins. Geil, 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 geil. Hier, komm, stirb mal. Guckt euch das an. Alter Scheiße. Und ich habe keinen Platz für den ganzen Mist. Sand, stirb. Stirb, Sand. Alter, wie geil ist denn das? Oh, Schlange. Wie hammergeil ist das denn? Also ich glaube, seine Probleme werden wir nicht mehr kriegen. Oh, alte Scheiße. Achso, jetzt fällt mir gerade ein. Schaufel, 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 Schaufel. Lass mich in Ruhe. Oh, fuck. Hau ab! Will keiner. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Falter, was liegt denn da alles rum? Da liegt ohnehin ein Dieb. Oh, geil. Oh, mega, 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 mega.
Mann. Ich hasse euch. Weg, weg, weg. Ich verbringe definitiv zu viel Zeit hier auf dieser Insel. Lass mich in Ruhe. Ich würde aber gern die 20 Büsche vollkriegen hier. Ich brauche eine neue Schaufel. Scheiße, mir fehlen echt Feuersteine. Was ist denn da los? Den Scheiß lass mal jetzt hier liegen. So, Schaufel. Her damit. 20 Bärenbüsche, das wäre der absolute Knüller. Also, dafür habe ich in den letzten zig Spielen nicht gefunden. Ja, die Bären können da liegen bleiben. Die sind mir Schnuppe. Sind mir sowas von Schnuppe. Haut ab. Geh weg. Geh weg. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Ich will keine zweite Nacht hier überwintern. Giftschlange, fick dich. Alter, was ist denn hier los? Ich kann hier nichts mitnehmen, ne? Das ist alles für den Po. Das hört auch nicht auf, ne? Ja, genau. Also ich glaube wirklich, also an Gift sollten wir, glaube ich, in diesem Spiel nicht sterben. Komm, einen noch und dann können wir uns verpissen. So, dann haben wir 20 Büsche und das sollte mir dann auch genügen. Zwei Gegengifte haben wir. Da können wir immer eins in der Basis lassen und eins mitnehmen. Wunderbar. Mehr brauchen wir auch gar nicht. Oh, noch eine Giftschlange. Ey, ohne Witz. Ich komme hier nicht nochmal her. Ohne triftigen Grund. Da, die beiden Sachen können wir noch mitnehmen. War da noch irgendwo eins, wo Unmengen an Zeug lag? Wo waren die? War das hier? Nö. Ah, da. Ich sehe auch gerade, dass wir gesundheitstechnisch gar nicht mehr so gut gestellt sind. Ja, wir werden jetzt in nächster Zeit nicht mehr groß kämpfen. Wir machen uns nämlich vom Ecke. Haben die echt hier noch eine Insel zwischengebappt? Dum, 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 dum. Ist hier irgendwie Koralle? Das wäre noch richtig geil. Wir werden auf jeden Fall ein paar Heilsalben können wir uns herstellen hier. Dum, 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 dum. Ganz schön viele Quallen hier. Können wir uns merken. Hier in der Mitte Quallen. Jede Menge Quallen. Quallen, Quallen, Quallen. Überall Quallen. Ja, die Korallen wachsen natürlich auch nach. Recht langsam. Aber ist ja auch egal. Wir verschwinden jetzt zurück. Und sobald ich in der Basis bin, verabschiede ich mich wieder mal von euch. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal erholen hier von den vielen Angriffen. Ich habe ja keine Rüstung gehabt, merke ich gerade auch. Ich dussel. Ich hatte aber auch nicht vor zu kämpfen. Nicht vielleicht auch daran. Ah, ein bisschen müssen wir noch. Hier die Lobsters, hier heißt er komischerweise Wobster. Die kann man mit Fallen fangen, Wasserfallen, Traps. Die muss man bauen, die sind aber recht aufwendig, weil dafür braucht man Sea Trap. Hier, zwei Flaschen und die sind schon recht heftig zu finden. Also da muss man schon manchmal echt Glück haben. So, raus hier. Eins, zwei. Drei. Na los. Dass die noch nicht gewachsen sind, die neuen Zweige. Aber vielleicht haben die einen größeren Intervall, wenn man die selber nochmal pflanzt. Ich weiß es nicht. Muss ich auch nicht wissen. Brauche ich nicht wissen. Ich weiß nur, dass es gleich dunkel wird und ich noch kein Feuer gemacht habe. So, Leute. Das Feuer brennt. Wir haben 14... Spinnendrüsen, Netze en masse, Strüsen en masse, Futter haben wir auch. Wir haben, oh, ey, guckt euch das an hier, zack, 29 mal
Quatsch, was Spinnenschlange, irgendwie verwechsel ich das immer. Also das ist doch schrecklich, 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 Steffen, was du hier schon wieder machst. Genau. Gut, und dann verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin froh, dass wir die Schlangeninsel hinter uns gebracht haben. Und im nächsten Part probieren wir unseren Sandsackwall komplett zu kriegen. Und das war unsere Beeren anpflanzen. Ne? Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.